So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich glaube, wir haben uns heute hier alle versammelt, weil wir alle kaum noch Coins auf der Uhr haben. Ganz klare Geschichte. Ich gehöre auch dazu. Grüße genauso, Jungs. Ich hatte Van Dijk gezogen, hatte bis dato nur 300-400k in die Upgrades geballert. Mein Fehler, ich habe nochmal mehr reingeballert. Mittlerweile haben wir circa, wenn ich alles verkaufe, nur noch 500k. Wirklich, das sind meine letzten Coins, 500k. Klar, wir haben ja ein standhaftes Team. Ich muss mir halt nur Allison kaufen, der circa 30.000 Coins kostet. Aber ansonsten haben wir hier ein sehr, sehr starkes Team, womit ich auf jeden Fall die Weekend League spielen kann. Alles ist untradable. Also ich kann auf jeden Fall noch weiter zocken, also werde ich ja auch. Ich wusste ja, wenn ich die Coins weghaue, Hauptsache du hast ein standhaftes Team, du kannst damit spielen. Elite wirst du damit holen und da werden wir auch die ein oder anderen Coins wieder rausholen. Ja, und zwar glaube ich, sind wir jetzt alle im gleichen Zeitpunkt. Wir fangen wieder bei Null gefühlt an. Nicht alle, für die, die es geschafft haben, ihr seid heftig, Jungs, dass ihr es geschafft habt, nicht alle eure Coins reinzuhauen. Aber ich kriege wirklich gerade die letzten Nachrichten, die ich auf Instagram so durchgelesen habe, sind die Nachrichten Pains. Ich habe keine Coins mehr. Wie kann ich wieder von Anfang an traden? Und ich glaube, so geht es uns mittlerweile allen. Auch Grüße gehen raus an Wiss. Der hat, glaube ich, 6 Mio reingehauen. Klar, er hat 7 Tottis gezogen. Davon 3-mal Manet Duplikat. Grüße gehen raus. Auch er startet wieder bei 200k circa. Wir hatten gestern noch miteinander geschrieben. Und dann habe ich mir meine alten Videos angeschaut. Was haben wir am Anfang gemacht? Und ja, ihr wisst es ja alle. Wir haben sehr, sehr viel gesniped am Anfang. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die nicht die Web-App frei haben. Immer noch nicht. Es gibt immer noch Leute, die die Web-App ja immer noch nicht frei haben. Da müsst ihr euch wirklich mal an EA wenden oder die keinen PC haben, die nicht snipen können. Ihr könnt auch an der PlayStation snipen, ganz klare Geschichte. Will einer nicht snipen, hat keine Zeit für snipen, will ab und zu in FIFA reingehen, trotzdem ein paar Coins machen. Deswegen werden wir heute nicht nur Sniping-Tipps geben. Also ich werde für meinen Teil, kann ich euch sagen, ich habe jetzt 178.000. Ich werde erstmal mich auf 300 bis 500k hoch snipen, sage ich mal. Und danach werde ich mir vielleicht eine kleine UV-Liste erstellen mit Low-Budget-Spieler. Eine Mio werde ich dann spätestens wieder anfangen zu flippen. Ja, bis ich auf 2-3 Mio bin und dann mit Icon flippen und so weiter wird es dann weitergehen. So viel auf jeden Fall dazu, die Kurzfassung. Wir werden aber gleich noch einige andere Tipps zeigen, wie man Coins machen kann, Jungs. Bevor wir aber jetzt damit anfangen, lasst sehr, sehr gerne ein Like da und wir lösen noch kurz den Gewinner aus, bevor wir das vergessen. Während wir das hier kurz machen, ich sehe, das Video von gestern hat 775 Likes, Jungs. Danke dafür. Wenn wir heute ansatzweise da rankommen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, wir lösen jetzt mal den Gewinner aus. Ich werde dich dann auf Instagram anschreiben in den nächsten 24 Stunden. Insgesamt haben wir 345 Kommentare. Okay, let's go. Der Gewinner ist, ihr seht es, ihr uncut alles. Nicht, dass ihr denkt einer, ich ja, verlose Fake oder so. Der Reaktionsboss. Wie viel hast du für Philippe Poker? Okay, er wollte aber nicht gewinnen. Er hat nur das kommentiert. Okay, er hat nicht gewonnen, weil ihr musstet schon Hashtag 19k und so weiter kommentieren. Er hat gewonnen. Oh nur. Hashtag 19k, O'Neill.68. Ich werde kurz einen Screenshot machen und werde dich dann anschreiben. Es werden auf jeden Fall weitere Gewinnspiele kommen, bald hoffentlich auch mehrere. Ich bin da, also mein Manager ist gerade was am Klären für einen FIFA-Point-Sponsor. Und dann, wenn es irgendwie hinhaut, werden auf jeden Fall viel, viel mehr Gewinnspiele kommen. Klare Geschichte. Danke für jeden, der mitgemacht hat. Danke für euren Support. Und jetzt geht's rein in dem Video. Und wenn ihr euch fragt, wie snipest du Paints, weil die Frage wird höchstwahrscheinlich sowieso in den Kommentaren stehen. Ich werde euch mal ein Video oder mehrere Videos in den Kommentaren oder in der Beschreibung verlinken, wie ich ja damals getradet oder besser gesagt gesniped habe, dann könnt ihr es sehen, weil diese Methoden werde ich dann wieder anwenden. Es sind schon die ein oder anderen Methoden, gute Methoden dabei. Könnt ihr auch anwenden, wenn ihr an der Web-App oder allgemein snipen wollt. Ansonsten, ich glaube mal, die meisten wollen einfach, weil ja, dafür braucht man halt auch nicht so unbedingt die Erfahrung, investieren. Und investieren kann ich euch sagen, Tabak hat es auch heute mit seinem Video angesprochen, 83er liegen gerade bei 1,3, 1,4, 1,5, ist schon ein guter Deal, weil Ende Januar soll die Team of the Week SBC kommen, die garantierte Team of the Week SBC, die tradable und untradable ja ist. Und da könnten dann die 83er vom Preis her explodieren, wie letztes Jahr zum Ende Januar sind die auch vom Preis her explodiert und im Februar allgemein so 83er waren immer teuer. EA wird Content bringen, da bin ich mir ganz sicher und die 83er werden auch vielleicht in 2-3 Wochen wieder alle einen Zeitpunkt haben, wo der billigste 83er bei 2,5 oder so liegt. Also man könnte jetzt schon mitnehmen, aber wenn ihr nochmal Nummer sicher gehen wollt, Donnerstag zu den Rewards könnt ihr sie vielleicht unter 1,2, 1,1 snipen oder sollte Freitag wirklich Future Stars kommen, 19 Uhr werden wieder Lightning Ones dann rauskommen oder Promo Packs halt rauskommen und da kann es sein, dass ihr die ein oder anderen 83er sehr, sehr günstig bekommen könnt. Ich würde sagen, unter 1,3 ist wirklich so das Perfekte, was man machen kann, wenn ihr es hinbekommt oder wenn ihr es nicht schon investiert habt, während den Totti zu den Lightning Ones unter 1,3. Macht ihr 100% nichts falsch, könnt ihr auch machen. Ich werde auch natürlich investieren, ganz klare Geschichte, aber hier ist die Sache. Ich werde erst investieren zur Lightning Round oder am Donnerstag zu den Rewards, weil jetzt ein Jahrstein liegt bei 1,5,
5. Ja, okay, Footbin stand 1-2. Könnte man auch snipen, weil Footbin steht 1-2. Er kostet gerade 1-6. Viele stellen jetzt für 1-2 rein. Bekommt ihr, könnt ihr für 1-6 reinstellen, würde sich auch verkaufen. Aber ja, ihr seht, 1-6 gibt es halt erst Jahrstein. Und das ist laut Footbin der günstigste 83er. Wenn ihr sie unter 1-3 oder für maximal 1-3 bekommt, wie gesagt, macht ihr 100% nichts falsch. Könnte man auch als Trading-Methode Nummer 1 sehen, ja, investieren. Oder schon als Nummer 2, weil snipen könnt ihr ja auch. Aber dazu werde ich jetzt nicht, wie gesagt, drauf eingehen. Weil dazu habe ich schon tausende von Videos gemacht. Die könnt ihr euch dann jetzt im Nachhinein einfach nochmal anschauen. Werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Dann kommen wir zum nächsten Fall. Und das könnt ihr auch selber filtern. Ich werde es euch einmal zeigen, wie es geht. Ihr geht auf hier Spieler, FIFA 20 Spieler. Dann geht ihr auf Vision, Non-Rares. Wartet. Non-Rares sind allgemein auch nicht viel gestiegen. Oder was heißt gestiegen, nicht gedroppt. In den meisten Fällen wurden ja nur Rare-Karten gezogen. Und dann filtert ihr erstmal so 1000 bis, machen wir mal 3000. Es gibt halt diese Non-Rares, dazu hatte ich auch damals schon ein Video gebracht. Mittlerweile haben wir wirklich zu allen ein Video gebracht. Non-Rares, die einfach extreme Preisschwankungen haben. Und die suchen wir uns mal kurz raus und dann zeige ich euch mal ein Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel einen Ginter und das ist ein perfektes Beispiel. Derzeit liegt er bei 1,4 und schaut euch diese Zacken an. Er liegt mal dann wieder bei 2, dann droppt er wieder wie jetzt auf 1,5, dann bei 2, dann bei 2, dann geht er wieder runter auf 1, dann auf 3, dann ist er wieder unten. Aber er ist nie unter 1, also gar oder nie. Hier, nicht mal hier bei seinem Tiefpunkt von der ganzen Grafik, war er nicht mal unter 1000 Münzen. Dann war er einfach mal auf, wie viel war das hier? 3000, dann wieder gedroppt auf 1000, dann wieder hoch auf 2,7, gedroppt auf 1,2, 2,9 und dann wieder gedroppt. Und jetzt war er vorgestern bei 3,2 und dann ist er wieder gedroppt auf 1,3. Also ich würde sogar sagen, wenn man sieht, Ginter ist nie unter 1000 Münzen, wäre das sogar ein guter Einkaufspreis. Ich persönlich würde nochmal auf 1,3, 1,2 ihn snipen oder erbieten und ja, einfach mitnehmen als Investition. Immer wieder, wenn neue SBCs kommen, neue Pack-SBCs, wo man einfach Packs bekommt, ist der schon sehr, sehr krass angestiegen. Ihr seht, er hat Potenzial auf über 3000 Coins hier oben zu gehen und das war gerade mal vor 2 Tagen an dem Sonntag, oder? Warte, ne, Sonntag war es. Okay, Sonntag. Und er war auf 3200 Coins. Wie ihr diese Spieler finden könnt, weil ich muss euch ja jetzt nicht etliche Beispiele zeigen. Ihr geht auf unter Spieler, FIFA 20 Spieler, geht auf Non-Rares und 1000, ja, bis 3000 zum Beispiel und sucht euch einfach Spieler raus, schaut euch die Graphen an und so, bei so einem Ginter sieht man zum Beispiel direkt, er ist so einer, ja, der schon krass rumschwankt vom Preis her. Auch eine Trading-Methode, die ich anwenden werde, einfach vielleicht 30 Ginters mitnehmen zum Beispiel, macht ihr eine Investition von 30.000 Coins, wenn ihr ihn für 1,3, 1,4 bekommt. Ihr habt vielleicht das Glück, der steigt schon in den nächsten Tagen auf 3.000 an, macht pro Karte 2k Gewinn und verdoppelt somit eure Coins ganz einfach. Also da gibt es wirklich die einfachsten Trading-Methoden, Jungs. Was man auch immer wieder machen kann, sind Team-Fitness-Karten. Ihr filtert unter Gold-Team-Fitness-Karten. Liegen derzeit bei 750, beginnt die Weekend League, liegen sie wieder bei 1000 Münzen. Also ihr bekommt sie dann für 1000 weg. Ihr macht euch jetzt eine Liste, ihr nehmt euch jetzt mehrere für maximal, ja, sucht euch selber im Einkaufspreis 650, 700, sagen wir mal 650, nehmt ihr euch maximal die Teamfitnesskarten mit oder ja, vielleicht etwas mehr, weil sonst bekommt ihr kaum was. Sagen wir dann mal auf 700, weil hier bekommt man eigentlich schon besser was, oder? Okay, jetzt hier haben wir 2 Teamfitnesskarten. Ihr macht euch eine 30er, 40er Liste. Und ab Freitag dann, sobald die Weekend League beginnt, steigen die oder verkaufen sich halt sehr, sehr oft für 1,3, 1,4. Mindestens macht ihr euch eine 30er Liste. Da geht auch jede Stunde was weg. Haben auch schon sehr, sehr viele YouTuber in ihren Videos erwähnt, aber es klappt halt immer noch. Ist halt auch eine Methode, wie man aus dem Nichts wieder sehr gut hoch sicher traden kann. Nebenbei spielt ihr die Weekend League. Macht euch eine volle Liste mit ein paar Non-Rares, die ihr UV reinstellt, ein paar Team-Fitness-Karten. Und so verdoppelt ihr nebenbei immer eure Coins, auch wenn ihr gerade nicht am Spielen seid. Und auch, was ich vergesse, bevor ich das ja vergesse zu erwähnen, nicht nur 83er sind ein sehr, sehr gutes Investment, auch 84er liegen gerade bei 3,4. Schaut mal, er war 5000 hier wert, dann war er mal 4 wert, dann war er 5,7 wert, dann ist er 5,7 so geblieben für 3 Tage, dann ist er auf 4,5 gedroppt und selbst bei 4,4 hättet ihr pro Karte noch 1000 Münzen Gewinn. Und das, was ich euch hier zeige, ist nicht mal eine Spanne von einem Monat, oder? Ne, 19. Dezember, das ist nicht mal eine Spanne von einem Monat und er liegt gerade auch nur bei so einem Preis wegen dem Totti Daily Lightning Rounds und jetzt wird es halt nur noch einen Weg für die 83er, 84er geben und auch für die 85er und das ist der Weg nach oben, ganz klare Geschichte. Auch die 85er unter 9000 könnt ihr euch die 85er alle mitnehmen. Schaut, dass ihr, wie gesagt, SBC-Spieler bekommt, die immer bei SBCs sehr, sehr gut ansteigen. Da rede ich zum Beispiel von einem Jimenez 85er, Saul 85er. Immer, auch bei den 84er immer Spieler suchen, die steigen können. Aber auch bei einem Tadic 3-4 macht ihr nichts falsch. Wie gesagt, ihr seht, Potenzial ist da auf über 4, 5 und so zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass heute und morgen oder so eine krasse SBC kommt, dass die Spieler ansteigen. Deswegen sage ich mal, wartet auf Donnerstag, Freitag. Da werden nochmal wahrscheinlich Future Stars kommen, Donnerstag Rewards. Da wird der Markt alles nochmal günstiger sein oder die Spieler sind halt nochmal günstiger zu bekommen. Und da wäre halt dann der perfekte Einkaufspreis oder perfekte Einkaufsmoment für euch.
Ansonsten auch die 19-Uhr-Trading-Methode, die auch immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Ich werde sie ja auch nochmal kurz erklären. Ihr schaut direkt immer jeden Tag um 19 Uhr, was gerade rauskommt. Zum Beispiel sagen wir mal Top-Partien. Ihr wisst, Top-Partien kommt jeden Donnerstag um 19 Uhr raus. Den haben wir mittlerweile sowieso schon abgeschlossen. Wo ist die denn? Top-Partien. Viele sagen, es ist unnötig, aber mittlerweile, Jungs, ich zeige euch mal kurz was. Das habe ich auch schon im Stream gezeigt. Ich habe mit dem lieben CBT geschrieben. Grüße gehen raus auf WhatsApp. Wer CBT noch kennt, der wurde ja gehackt. Hat doch jetzt mittlerweile seinen Account wieder. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr ihn kennt. Auf jeden Fall hatten wir so ein bisschen geschrieben, in was man investieren kann, wie man Coins gerade machen kann. Hat er mir geschrieben, hast du einen Barca-Spieler investiert? Ist als Top-Partie sogar noch mit 45k-Pack. Ein Tag vor Top-Partien an dem Mittwoch habe ich ihm diese Sprachnotiz geschickt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch das Einfachste, wie man Coins machen kann. Und zum Beispiel, ich überlege auch gerade wieder, Barca spielt morgen gegen Atletico. Alenia oder Alena liegt gerade bei 1, also 1.000, unter 1.000 mitnehmen, macht man eigentlich auch nichts falsch. Sollte die Barca SPC kommen, also Top-Partien gegen Atletico, aber keine Ahnung, ob ich da jetzt rein investieren soll. Ich bin gerade auch eigentlich nur am Flippen, also wenn ich gerade trade. Unter 1.000 Münzen war Alena zu bekommen, soll ich ihn mir mitnehmen? Ach komm, scheiß drauf. Nächster Tag, ich bin am Stream, den Leuten erzählt die Story und alle schreiben mir, wo die Top-Partien kamen. Alena liegt gerade bei 7.000-8.000 und ja. Ich hätte pro Karte 6.000, 7.000 Coins Gewinn machen können. Selbst jetzt hätte ich noch 2.000 Coins pro Karte Gewinn. Und seht mal, er war am Mittwoch hier, das war Mittwoch, wo ich investieren wollte, bei 1.4, stimmt nicht. Er war bei 950 Münzen, laut Footbin zumindest. Ich wollte rein investieren, dachte, scheiß drauf, nächster Tag. Ach ja, Jungs, und dann sagt einer mal wieder, Top-Partien, ja, Investments sollen nicht funktionieren. 5.000 Coins, ich hätte hier, es stimmt ja nicht mal, er war am Anfang sogar im Hype bei 7.000 Coins, ist er weggegangen. Also wir hätten pro Karte 6.000, 7.000 Coins Gewinn machen können und da müsst ihr einfach nochmal schauen, auch als Trading-Methode euch nochmal am Ende hier mitzugeben, weil das Video geht schon 25 Minuten, die Rohdatei. Schaut, in welche Top-Partien ihr investieren könnt. Mittlerweile, Top-Partien steigen irgendwie immer an, nicht jede Woche, aber zum Beispiel diese Woche ist Top-Partien sehr, sehr krass angestiegen mit der Barca SBC. Es kommt auch immer drauf an, was für ein Pack da gegönnt wird. Und bei der Barca gegen Atletico, also das Spiel hat Barca Atletico, glaube ich, hat ein 25k-Pack gegönnt. Deswegen sind sie dann auch nochmal so krass gestiegen. Ich zeige es euch hier nochmal kurz. Hier sehen wir Barca Liverpool. Tut mir leid, nicht Barca gegen Atletico. Und hier, das Pack hat ein 25k-Pack gegönnt. Und man braucht einen Barca-Spieler und die Barca-Spieler sind alle sehr, sehr hoch angestiegen. Ob alle jetzt auf 4, 5k gegangen sind, kann ich euch nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, ich hätte mal lieber in Alena investieren sollen. Okay, dann soll es jetzt vom Video gewesen sein. Und mein Bruder meinte immer, ich klatsche in meinen Videos so. Ja, dann soll es vom Video gewesen sein. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ich euch weiterhelfen konnte mit ein paar Tipps, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wenn ihr neu seid, lasst sehr gerne ein Abo da. Ich probiere Donnerstag zu den Rewards oder Freitag zu streamen, oder? Schreibt es ja in die Kommentare, weil Donnerstag lohnt sich ja nicht zu öffnen, weil Future Stars ja am Freitag kommen soll. Dann bin ich raus, wir werden auf jeden Fall die Tage streamen. Ich muss halt nur schauen, was wir streamen, weil jetzt irgendwie kein SBC-Content mehr ab heute Abend gibt's. Ich nehme das Video hier noch um 14 Uhr auf, hier gibt es halt noch die Totti SBCs. Aber wenn ihr das Video seht, sollte alles raus sein. Und dann verabschiede ich mich, danke für euren Support, haut da rein und ciao.